In diesem Video zeigen wir Ihnen die Konfiguration des GPS-Trackers. Wichtig vorab ist, dass der SIM-Karten-Slot ein Stück herausgezogen sein muss, das Gerät somit abgeschaltet ist. Nur dann wird es am PC erkannt und kann per Software konfiguriert werden. Stecken Sie den USB-Stecker an der Seite ein. Verbinden Sie ihn nun mit dem PC. Anhand der LEDs können Sie ablesen, dass eine Verbindung aufgebaut wird. Am PC öffnen Sie die Software Tracker.exe. Diese finden Sie auf unserer Website oder auf der beiliegenden CD. Mit einem Klick auf Get Parameter werden Ihnen die aktuellen Parameter des GPS-Trackers angezeigt. Set Parameter speichert die Änderungen. Klicken Sie hier drauf, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind und diese an den Tracker übertragen wollen. Unter dem Punkt GPS-Log-Download können Sie die Standorte, die im internen Speicher des GPS-Trackers gesichert sind, herunterladen. GPS-Log-Erase löscht diese Daten vom Tracker. An der Stelle Pass können Sie das Passwort verändern für den Fernzugriff per SMS. In das Feld für SCU-Phone können Sie mehrere Telefonnummern eintragen, von denen aus man den Tracker aus der Ferne konfigurieren kann. Im Feld SOS-Phone werden die Nummern eingetragen, die eine Alarmierung im Alarmfall bekommen. Im Feld SMS-Phone die Nummern, die den aktuellen Standort per SMS erhalten, in dem einstellbaren Intervall. Beim Punkt SMS-Intervall können Sie einstellen, wie regelmäßig eine SMS mit den Standortdaten versendet werden soll. Beim Punkt GPS-Intervall können Sie einstellen, wie regelmäßig der aktuelle Standort ins Internet übertragen wird. Beim Punkt Log-Intervall können Sie einstellen, wie oft der Standort in den internen Speicher gesichert werden soll. Geofence beschreibt einen Radius rund um den Tracker, in diesem Fall 500 Meter. Wenn der Tracker diesen Bereich verlässt, wird ein Alarm versendet. Alarm Reset zeigt die Zeit in Sekunden an, nach der der Alarmstatus wieder auf 0 zurückgesetzt wird. Ringing of Call steht für die Länge des Klingelnlassens im Falle eines Alarmanrufs. Motion Sensor Active steht für die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung. Wählen Sie hier einen Wert zwischen 21 und 24. Je niedriger, desto empfindlicher. Der Burglar- oder zu Deutsch Diebstahlalarm kann einmalig aktiviert werden. Wird der Tracker dann bewegt, erhalten Sie einen Alarm. Der Punkt SOS deaktiviert oder aktiviert eine eventuell vorhandene SOS-Taste. Power Cut steht für einen Alarm, wenn die Festnetzstromzufuhr gekappt wird. Low Battery für einen Alarm, wenn der Akkustatus niedrig ist. Der Vibration Alarm meldet, wenn das Gerät erschüttert wird. Der GPS Fix Alarm meldet, wenn das Gerät ein GPS-Signal erhalten hat. Overspeed Alarm sorgt für eine Alarmierung, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten wird. Der GPS-Tracker kann Töne von sich geben, diese können ein- und abgeschaltet werden, zum Beispiel wenn eine SMS versendet wird, wenn die GPS-Daten übertragen werden, wenn der Geo-Zaun verlassen wird, wenn Einstellungen per USB, Webinterface oder SMS erfolgen oder eine eventuell vorhandene Taste am Gerät gedrückt wird. Beim Punkt Server-Config dürfen Sie nichts verändern, das ist alles so eingestellt, wie es passt. Beim Punkt GSM GPS Config können Sie den APN Ihrer SIM-Karte eingeben. Diesen erhalten Sie vom Provider. In einigen Fällen muss dazu Nutzername und Passwort eingegeben werden. Es gibt auch Provider, die darauf verzichten. Kommen wir zum Sleep Mode. Das bedeutet, dass das Verhalten, was der Tracker an den Tag legt, wenn er nicht bewegt wird. Wählt man Full Power aus, ist das Gerät immer dauerhaft an, empfängt also GPS und GSM Daten. Wählt man GPS Off, wird das GPS-Modul abgeschaltet, sobald keine Bewegung mehr erfolgt. Wählt man All Off, wird nicht nur das GPS-Modul abgeschaltet, sondern auch das GSM-Modul. Das heißt, der Tracker spart so am meisten Energie, kann aber auch nicht per SMS erreicht werden. Der Punkt Wake Up and Sleep ermöglicht es, den Tracker zu einem bestimmten Zeitpunkt schlafen zu legen und wieder aufzuwecken, unabhängig von einer Bewegung. Die Sleep Time bezeichnet den Zeitpunkt, nachdem sich das Gerät in den Schlaf versetzt, wenn es eingeschaltet wurde. Hier in dem Fall, also nach 5 Minuten, geht das Gerät in den Sleep-Modus. Wenn man den Modus Wake Up and Sleep wählt, kann man mit der Running Time einstellen, wann sich das Gerät dann wieder aktiviert. Bitte beachten Sie, dass sich zum einen die Funktionen der Software ändern können und das Bild bei Ihnen anders aussehen kann. Zum anderen gilt die Software für mehrere GPS-Tracker, das heißt, wenn eine Funktion bei Ihnen nicht funktioniert, ist das kein Fehler. Um die Daten im Internet abzurufen, können Sie sich im Online-Portal einloggen. Den genauen Link dazu erfahren Sie in der Bedienungsanleitung. Da geben Sie dann einfach Ihren Usercode als Nutzername und als Passwort ein. Sie müssen sich nicht registrieren. Wenn Sie das Produkt noch nicht besitzen, können Sie es auf www.alarm.de kaufen.